Servus! Ist was daneben geschossen? Ja, hallo! Und der junge Mann ebenso. Pfoten her. Ja, zu desinfizieren. Servus! Servus! Glaube ich nicht. Thank you.
Ja, und dann hat der Thomas den Shuttle. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen bei unserer 130-Jahr-Feier, 130 Jahre Gamsecker. Liebe Freunde, herzlichen Dank für Ihr Erscheinen von der Emma 49, der Herr Forstdirektor Janusz Kowitz und der Herr Direktor bzw. Revierverwalter Peter Lepkowitz. Besonders freut es mich, meinen Vorgänger Hans Mitteis als Veranstalter, der heute die Organisation für dieses Fest übernommen hat, begrüßen zu dürfen. Und er war der Vorgänger meines Amtes als Obmann und ebenso meinen mittlerweile fast 95-jährigen Vater, der dieses Amt auch vorher hier gemacht hat. Es ist auch ich möchte kurz in die Zeit zurückblenden, wie diese Hütte errichtet worden ist, beziehungsweise dieser Verein gegründet wurde. Das war eine Zeit, wo auf der Welt ca. 1,5 Milliarden Leute gewohnt haben nur. Man hatte damals auch schon eine Grippe, nämlich die russische, mit 250.000 Toten in Europa. Die Eisenbahn ist erst seit Kurzem über den Semmering gefahren. Vorher ist man bis Glognitz gefahren, dann hat man die Dinge über den Semmering mit Fuhrwerken transportiert und auf der anderen Seite von Mürzzuschlag weiter transportiert. Erst durch diese Eisenbahn war es möglich, überhaupt dieses Haus aus Mödling, als Fertigteilhaus, hierher zu bringen. Es hat sehr viel Pioniergeist dazu gehört, so etwas durchführen zu können. Für heutige Begriffe wäre das gleichzusetzen, wie wenn ich eine Polarexpedition durchführe. Damals sind die Leute eben in die Natur hinausgegangen, wollten diese Gegend erkennen lernen, wollten die Berge erforschen und touristisch nutzen. Dabei haben die Leute erkannt, die Gamsecker, dieser Verein, der als Wanderverein begonnen hat, dass auch hier sehr viel Armut war in dieser Gegend. Und man hat begonnen mit Spendensammlungen und Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Gamsecker-Kränzchen, Gelder zu lukrieren, um hier in der örtlichen Bevölkerung Kinder auszustatten, oft ganze Schulklassen mit Gewand auszustatten. Zum Glück ist diese Zeit der Not vorüber. In diesem, jetzt möchte ich fast sagen, historischen Blick möchte ich weitergeben an meinen Freund Hans Mitteis, der über die Vereinsgeschichte in den letzten Jahren berichten möchte. Eine zu lange Rede hier am Berg würde sich wahrscheinlich niemand merken. Herzlichen Dank. Ich darf euch alle begrüßen und es freut mich, dass wir heute dieses Fest feiern können, weil in Corona-Zeiten war das Risiko auf jeden Fall da, im Fall des Regens Absage. Und das wäre am Donnerstag erfolgt und Gott sei Dank nicht. Und daher herzlich willkommen. Ich möchte nur ein bisschen zurückblicken. Meine Kinder wissen es, ich dokumentiere irrsinnig schön und viel. Und daher habe ich ein bisschen in meinen Gamsecker-Ordner hineingeschaut und möchte anhand von ein paar Zahlen eben auch ein bisschen zur Geschichte erzählen. Ich bin 1965 das erste Mal herum gewesen mit einem sehr legendären, für uns legendären Hüttenwart, nämlich dem Kapral Biermeier, der wirklich die Kräfte der Maurerjugend genutzt hat und wir haben rauftransportiert, was notwendig war. Und zwar rauftransportiert hat geheißen, vom letzten Parkplatz weg, weil die Straße gibt es erst seit 76. Ich habe irrsinnig schöne Erlebnisse gemeinsam mit eben damals den Freunden gehabt und ich war, und auch das ist natürlich für mich ganz bedeutend, 1973 das erste Mal mit meiner Frau Elisabeth hier oben und wir waren 1976 mit Nico, der jetzt dort drüben steht, schon ein bisschen größer geworden, das erste Mal auf der Gamseckerhütte. Nico ist jetzt auch
Gamsecker und meine drei Enkelkinder, drei der sechs Enkelkinder, sind da drüben, sitzen da drüben. Die Jahre danach waren intensive Jahre. Ich möchte nur ein paar rausgreifen. Eine Hütte braucht Instandhaltung. Und Instandhaltung heißt, man muss dauernd was tun. Und ich bin sehr froh, dass ich einen sehr kundigen, er war Zimmerer, Vater gehabt hat, der mitgeholfen hat. Kann mich noch erinnern, 1979 oben die Dachdeckung, nicht so ohne für eine ganze Menge von oder einige Laien, die das machen, aber wir haben damals in einem Wochenende geschafft, die Hütte neu zu decken. Ich kann mich erinnern an eine legendäre Szene. Eine der Vorschriften war, wir brauchen ein anderes Klo, obwohl ich natürlich unseres, das da hinten, hinterm Berg war, ein irrsinnig nettes Holzklo sehr geschätzt habe. Also das heißt, wir kriegen von der EMA 31 ein neues Klo. Und es war dann eine legendäre Amtshandlung, da ist raufgekommen, eine Delegation, unter anderem war auch eine Sekretärin dabei und einer der Herren hat die Schreibmaschine getragen und dann haben wir da drinnen den Bescheid gemacht und dann nachher bestimmt, wo die beiden Aluklos, also da drüben und dann drüben bei der Zimmermannhütte aufgestellt werden. Für mich, also wirklich, wenn ich so zurückblicke, ein tolles Erlebnis. Erlebnisse in den letzten Jahren waren sicher die von mir angeregten Tage der offenen Tür. Ich habe gesagt, wir müssen uns öffnen, wir sind eine Privathütte, daher kann keiner rein, aber einmal im Jahr machen wir offene Tür, schenken aus, begrüßen alle Wanderer, Freunde und auch den Ort. Ich muss sagen, die Kontakte haben sich weniger stark entwickelt. Ist klar, wer geht von einer Ortschaft wie Altenberg in die Berge? Der Bürgermeister ist immer gekommen, aber sonst relativ wenige. Aber wir haben so gesehen einen sehr positiven und lieben Ersatz, nämlich unser Gamsecker Ehrenmitglied, da sitzt der Richard Grundbich. Das war. Dazu passt natürlich eine Anekdote, die ich schon noch erzählen möchte. Wir haben, also ich glaube jetzt der 18. oder 19. Mal, wirklich immer irrsinnig nett gefeiert. Es war die Bergwacht da, es waren sehr, sehr viele Wanderer da und wir haben so gesehen vergnügliche Nachmittage gehabt. Und an eine kann ich mich erinnern, die Bergwacht hat oben geübt, ist dann zurückgekommen und dann sind sie da gesessen und wir haben getrunken und getrunken und getrunken. Und ich denke mir, der eine, ganz nervös, ist er herumgeruckt dort beim Zaun und nach einiger Zeit frage ich ihn, was ist los, warum bist du so nervös? Sagt er, na wir spielen Fußball. Ich habe gesagt, na und? Ich bin der Tormann. Also er ist da sitzen geblieben, keine Ahnung, was die Mannschaft unten ohne ihn gemacht hat, aber jedenfalls, es war ein vergnüglicher Nachmittag. Und ein ganz besonderes Anliegen war mir in den letzten Jahren, Hütte braucht Besuch, braucht Kameraden und Freunde, die sich um die Hütte kümmern, die die Berge mögen, die heraufgehen und die Hütte benutzen. Ja? Und daher haben wir in den letzten Jahren intensivst dafür gesorgt, dass wir ganz junge Gamsecker gewonnen haben, dass wir jetzt wieder einige Aspiranten haben, ganz junge, sodass also so gesehen die alte Garde, da drüben der Heine mit seinen 94, mit seinen 81, der Peter Mesenski, der in Wien ist, und ich auch schon als so gesehen, der Dritte im Bunde, wirklich in Ruhe und mit Freude in die Zukunft für die Hütte, für das Gamseck und für den Verein schauen können. Ich freue mich, dass alle da sind und ich wünsche eine sicher sehr schöne Messe. Danke. Für den Fall, dass jemand noch etwas nachlesen möchte, wir haben hier eine Ausgabe vom Gamsecker-Kurier, die von der 100-Jahr-Feier stammt, aufgehängt. Da kann jeder dann sozusagen noch Details über die Vereinsgeschichte nachlesen, wenn es jemanden interessiert. Möchten weitergeben? Dankeschön.
Wir freuen uns, dass wir da sind. Zum Glück, heute feiere ich meine erste Bergmesse. Danke für die Einladung. Wir sind Menschen und ab und zu machen wir Fehler, das ist so. Und in dieser Messe wollen wir Gott bitten um Vergebung unserer Schuld und Sünde. Und führe uns zum ewigen Leben. Bitte. Barmherziger Gott, was kein Auge geschaut und kein Ohr gehört hat, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Gib uns ein Herz, das dich in allem und über alles liebt, damit wir den Reichtum deiner Verheißungen erlangen, der alles übersteigt, was wir ersehnen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Brüder, ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zu Rechten Gottes ist. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Darum tötet, was irdisch an euch ist. Die Unzucht, die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden und die Habsucht, die ein Götzendienst ist. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Früher seid auch ihr darin gefangen gewesen und habt euer Leben davon beherrschen lassen. Jetzt aber solltet ihr das alles ablegen. Zorn, Wut, Bosheit. Auch Lästerungen und Zoten sollen nicht mehr über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene,
Fremden, Sküten, Sklaven noch frei, sondern Christus ist alles und in allen allein. So waren die Worte der Lesung. Evangelium nach Markus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nun sie allein. Und er wurde von ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien vor ihren Augen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen: eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus dem Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickte, seien sie auf einmal niemand mehr bei sich, außer Jesus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, biblisch gesehen ist ein Berg ein Symbol der Gegenwart Gottes, ein Ort der Begegnung Gottes. Wir sind auf einem Berg sozusagen, wir sind nicht ganz hoch, aber wir sind schon näher gekommen. Und ich würde gerne etwas mit Leben und die Abend- oder Bergtour machen. Auf dem Berg gehen wir normalerweise nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen. Man nimmt viel Zeit mit einander zu reden und ihre Erlebnisse zu erzählen. Bei schwierigen Stellen helfen wir einander.
letztes Jahr war ich mit Frau Pleidinger auf dem Schneeberg. Das war auch mein erstes Mal. Und ich habe etwas bemerkt, dass jeder mit jedem per Du sagen sollte. Kein Sie, es war nicht formell, es war locker. Und ich glaube, dass wenn wir uns zusammenkommen, können wir viel schaffen. In Ghana sagt man, man geht nicht allein. Wir sollten zusammen, gemeinsam gehen. Und wenn es so ist, dann können wir viele machen, viele schaffen. Und ich glaube, wenn jemand Hilfe jetzt braucht oder braucht, gibt es bestimmt Hilfe. Wir sollten immer diese Gemeinschaft, diese Gemeinde halten. Weil allein kann man nicht. Gemeinsam können wir das schaffen. In der Zeit Jesu war Sippe und Blutverwandtschaft besonders wichtig. Wir sagen auch in Ghana, dass das Blut dicker oder stärker als Wasser ist. Aber Jesus hat diese überwunden. Und deswegen in der ersten Lesung sagt man, oder sagt Paulus, es gibt nicht mehr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Wir sind Menschen. Und der Mensch ist mehr als Mensch. Und ich glaube, es ist ganz bestimmt, ich bin die Einzige, die aus Afrika stammt. Aber wenn ich Leute sehe, was sehe ich eigentlich? Sehe ich schöne Frauen und Männer? Für mich ja schon. Aber es gibt mehr als das. In jeder Person steht oder gibt Gott. Und dieser Gott sollen wir sehen. Also wenn ich Yandea sehe, sehe ich Gott. Und wenn wir Gott in jeder Person sehen, dann ist es besser, sind wir unterwegs und gemeinsam können wir viele schaffen. Ich glaube, das ist wichtig für uns heutzutage, wenn es geht um Trennung voneinander. Vergebung, Versöhnung, Verzeihung brauchen wir, um miteinander zu gehen. Ja, wir sind auf dem Berg. Und es ist wunderbar. Es ist etwas Wunderbares. Staunen wir die schöne Natur. Aber für mich persönlich, es ist ein Beweis, eine Offenbarung Gottes, wenn ich in der Natur stehe. Die Natur können wir uns zu Gott führen. Ich glaube, niemand auf Erden kann diese schöne Natur machen. Es gibt nur eine einzige Person, der Gott heißt. Und wir sollten dankbar sein. Wir sollten immer dankbar sein. Und Gott danken für diese Natur. Mit dieser Natur sind wir zusammengekommen. Und gemeinsam erleben wir etwas Schönes. Oftmals will die Natur als böse Objekt betrachten und als Gebäude. Wir trennen uns von der Natur. Aber wenn wir die Natur wirklich gut betrachten, dann sozusagen haben wir eine Solidarität mit der Natur. Als Menschen haben wir eine Verantwortung, die Natur zu bewahren. Und das müssen wir, das sollten wir machen. Die Natur ist Anteil der Menschen. Und wir sollten die Natur bewahren. Heute sagt Petrus, Rabbi, es ist schon, dass wir hier sind. Bauen wir drei Hütten. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elijah. Die Erfahrung
auf dem Berg war sehr schön. Petrus war begeistert. Und er hat vergessen, er wollte dort bleiben. Und er hat vergessen, dass die anderen Apostel waren auf dem Fuß des Berges. Manchmal, wenn es uns gut geht, vergessen wir unsere Mitmenschen. Wir sollten unsere Mitmenschen immer im Auge haben. Wenn es uns gut geht, sollten wir unsere Mitmenschen beistehen und an dem sozusagen denken. Gott segne unser Bergland, unsere Bergwelt. Gott segne uns, dass wir hier sind. Und wenn wir runtergehen, sollten wir Gott Danke sagen. Amen. 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 Wir bitten für alle, die in den Bergen unterwegs sind, dass sie vor Unwetter und alpinen Notsituationen bewahrt bleiben und nicht noch zusätzlich die Mitglieder Bergrettung damit gefährden. Wir möchten der verstorbenen Gamsecka gedenken. Manche hat es viel zu schnell aus dem Leben gerissen, dass sie uns durch die gemeinsamen Erlebnisse und Stunden in Erinnerung bleiben. Dass dieser tolle Platz mit unserer Hütte noch sehr lange für uns als Gamsecka erhalten bleibt und dieser so schöne, naturbelassene Ort in dieser Form auch noch lange unverändert bleibt. Die Corona-Pandemie trifft uns alle in unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen. Gib, dass unsere Verwandten, Bekannten und Freunde von Infektionen bewahrt bleiben und dass die Wissenschaft Lösungen recht schnell für alle und nachhaltig findet. Zum Schluss wollen wir für uns als alpine Gesellschaft selbst bitten, dass diese Gemeinschaft lange erhalten bleibt und dass die Kameradschaft gegenüber den Einzelinteressen immer im Vordergrund bleibt. Gott, dein Heil gilt allen, die dich lieben. Deshalb rufst du die Menschen in deine Nähe und lass sie in deinen Gütern erfahren. Wir preisen dich dafür jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dargebracht werden, indem einen Opfer des neuen Bundes vollendet. Nimm die Gaben deinen Gläubigen an und heilige sie, wie du einst das Opfer Abels angenommen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterben die Armen ausgebreitet am Holte des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Sing den Herrn, heiligen Herrn. Sing den Herrn, heiligen Herrn. Großer Gott, du bist der Quelle Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns wie den Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, den am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich auf fremden Willen dem Leiden untergab, nahm er das Brot und sagte dann, brach es. Reichte es einen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Danke für den. Jetzt ist mein Knie. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum. Reichte in seinen Jüngern und sprach, nehmet und tränket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut das zu meinem Gedächtnis. Das Geheimnis unseres Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf die ganze Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph und allen Bischofen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche besteht sind. Gedenke unsere Schwestern und Brüder. Wir gedenken den verstorbenen Gamseckern, den Alten, die wir nie kennengelernt haben,
und im Besonderen diejenigen, die uns noch persönlich oder zumindest einem unserer Mitglieder bekannt war. Franz Bartosch, Gerhard Baumer, Arthur Benz, Karl Bruckner, Johann Fladenhofer, Franz Gassebner, Ferri Hagner, Ernest Jaksch, Walter Kilian, Fritz Merstallinger, Karl Nowak, Franz Piermeier, Otto Bodingbauer, Thomas Bodingbauer, Josef Riebisch, Alfred Ruckershäuser, Josef Schleusner, Anton Seemann, Heinrich Stolle, Gustav Siemandl, Josef Watzek und Paul Weißenburger. Wir gedenken der von uns gegangenen Verwandten von Gamseckern. Elisabeth Mittels, Cecilie Baumer, Traudemer Stallinger, Gertraude Weißenburger. Mesenski. Traude Mesenski. Entschuldigung. Traude Mesenski. Gedenke diese unsere Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auch verstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zu Zeit wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen. Durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch Christus und mit Christus und in Christus ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und Sinnes. Darum singen wir voll Vertrauen. Schau nicht auf unseren Sünden, sondern auf den Glaube deiner Kirche. Und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Frieden des Herrn sei alle Zeit mit euch. Sein dein Zeichen des Friedens. Heaven is a wonderful place. Lamm Gottes, du nimmst im Weg die Sünde der Welt, barme dich uns. Lamm Gottes, du nimmst im Weg die Sünde der Welt, erbarme dich uns. Lamm Gottes, du nimmst im Weg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich bin nicht würdig, Thank you.
Verabschiedung draufsegnen. Du bist der Dichterwein, du bist der Platz für uns, unseren Tage erhält. Du bist der Freudenschein, der uns so glücklich macht, bringt seiner in uns ein. Du bist der Stern in der Nacht, der alle finsteren wehrt. Bist du ein Feuer entfacht, das sich aus Liebe verzehrt. Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt, das die Welt erneuert. Schenke uns durch diese Zeichen der Einheit, wahre und aufrichtige Liebe, die den ausstrebenden Volken zu Hilfe kommt und ihren Sehnsucht nach Gerechtigkeit erfüllt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Teilnahme an die heutigen Bergmesse. Und ich wünsche alle einen schönen Tag noch. Danke. Danke. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Samuel, dass Sie den Weg zu uns heraufgefunden haben. Herzlichen Dank auch den Sängern, die uns diese Veranstaltung um vieles verschönt haben noch. Meine lieben Gäste, es gibt noch zu trinken. Viel Freude an dem Fest. Herzlichen Dank. Der Herr sei mit euch. Er segne, begleite und beschütze euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen hin in Frieden. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Herzen. Unser Leben sei ein Fest, Jesus Christ.
was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Doch will das Alte unser Herz entfliehen und trügte Tage böse Schäden. Dankeschön. Das wollen wir dann alles sehen. Du bist da nicht vollkommen. Wir wollen das alles sehen. Also ich habe jetzt... Na ja.